Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin die Pamela, bin aus Österreich und ich liebe Make-up. Und wenn euch das interessiert, bleibt doch bitte dran. Ich teste heute mal wieder eine neue Palette, nämlich von einer neuen, für mich neuen Indie-Brand. Und zwar ist es Simply Posh Cosmetics. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert, bleibt doch bitte dran und viel Spaß beim Video. Und vorab würde ich mich sehr mal über ein Abo freuen. Und wenn euch das interessiert, schaut gerne mein Video durch. Das unterstützt mich und meinen kleinen Kanal irrsinnig. Und dann würde ich sagen, starten jetzt gleich einmal ins Video. Ich habe mir schon mal mein Corrector und meine Lidschattenbase aufgetragen. Und jetzt schauen wir sich einmal die Cozy Kebalen Palette an. Die habe ich mir wieder beim Monolith Shop gekauft. Da gibt es so tolle Paletten. Ist von Simply Posh. Hat mir aktuell noch keine so gut gefallen wie diese. Und deswegen habe ich zugeschlagen. Die war gar nicht so teuer. Die hat 45 Euro gekostet, wenn ich das noch richtig habe in Erinnerung. So, ich mache mal das Plastik hier weg. Und die schaut so aus. Das heißt, wir haben oben und unten matte Töne und in der Mitte haben wir die schönen Duochromes. Und da bin ich jetzt schon mega gespannt. Und der schaut so spannend aus. Der ist so lila, blau, oh mein Gott. Aber mir gefallen eigentlich alle Töne. Also ohne die Schimmertöne hätte ich mir die Palette natürlich nicht gekauft, ohne die Duochromes. Aber mir gefällt, dass das eigentlich Warm- und Cool-Ton-Paletten sind, weil normalerweise ist es entweder oder, aber in der Palette ist beides drinnen. Und auch die Pressings sind total süß, also das sind so ein Weihnachtsbaum und ein Geschenk und da unten sind lauter so Häuschen drinnen. War und ist auch die Weihnachtspalette. Ich würde sagen, ich mache euch jetzt da gleich einmal Swatches und dass ich euch die dann auch einblenden kann, weil wir werden nicht alle Töne schminken können, das ist eh ganz klar. Ich werde euch zwei Looks machen. Zwei Looks, denke ich, reichen für die Palette. Genau. Mhm. So, ich habe die Farben mal geswatcht. Und ich finde sie wirklich gut. Also für den Preis ist echt krass, ne? Also die Farben hier oben in der ersten Reihe sind sehr, sehr cremig auf alle Fälle. Das war echt, die Struktur hat mir mega gut gefallen. Und die da unten sind eher ein bisschen trockener und matter. Also mir kommt auch vor, dass die so ein bisschen an Schienen drinnen haben. Und ja, die Duochromes, die haben mich ja komplett begeistert. Ich glaube, ihr seht den Shift auch hier. Ich habe den auch versucht, in dem Short so einzufangen. Aber ich glaube, man sieht es auch hier. Also das ist eher einmal ein Topper. Der ist kräftiger, der ist auch sehr schön. Und die drei Farben hier drüben haben mich komplett weggefetzt. Also die sind richtig schön und die drei muss ich auf alle Fälle testen. Also es geht gar nicht anders. Ich denke, ich werde auf alle Fälle vielleicht so einen grün-grauen Look schminken. So grün-grau und dann kann ich genau den Ton auf alle Fälle nehmen. Und ich denke, ich werde dann aber auch noch diesen Ton einbinden und mit dem und dann, wohl den hätte ich auch gern geschminkt. Schwierig. Egal, wir fangen einmal an. Die Entscheidung ist schwer, wenn man sich für Töne entscheiden muss. Okay, ich habe gesagt, erst einmal grün-grau. Und dieses Mal mache ich es anders. Ich setze den grünen Ton vorher auf. So, jetzt schauen wir mal. Mistletoe ran. Das ist dieser Ton hier. Ich glaube, ich kann sogar den Spiegel gleich verwenden. Hat auf alle Fälle Kickback, aber sehr viel Produkt am Pinsel.
aber ist sehr gut dokumentiert. Das sieht man am Lied schon sehr, sehr gut. Laybells, das ist dieser matte graue Ton. Gehe ich einmal ran. Der ist aber nicht wirklich dunkel. Also werde ich in Wintry reingehen. Das ist dieser hier. Diesen hellgrauen Ton konnte man gut zum Ausblenden eigentlich verwenden. Ja, das funktioniert schon ganz gut. Man könnte natürlich auch einen dunkelgrünen verwenden, aber ich möchte das so kühl gestalten hier hinten und die Töne lassen sich sehr, sehr gut ausblenden. Muss ich auch gleich einmal dazu schauen. So, welchen Ton? Ich denke, ich will jetzt in dieses Fireplace gehen. Das ist diese Farbe hier. Und den setze ich mir hier am unteren Wimpernkranz auf. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt gleich einmal die andere Seite. So, welchen Ton nehme ich mir da noch? Ich würde sagen, das ist so schwierig. Ich glaube, ich will mal einen Orangenton mit einem Orangenton anfangen. Das ist cozy, da gehe ich in den Ton ran. Tue ich das Ganze dann mit diesem Grün? Snowfall heißt der Ton. So, in Tradition rein fürs orange Auge. Das gebe ich mir jetzt noch in die Lidfalte. Um das noch ein bisschen stärker zu machen. Beziehungsweise einfach, um noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Weil gestern so sauer wegen der Bestellung von Clarity Cosmetics. Ja, super. Wollte ich nur ein kleines Update geben. Mittlerweile haben die mir einen 20-Euro-Gutschein angeboten, der was aber nicht abläuft. Das heißt, ich kann beim nächsten krassen Sale 20 Euro einlösen und zusätzlich kann ich noch einen Claim machen bei der amerikanischen Post. Schauen wir mal, was daraus kommt. Wäre toll, wenn die noch ein bisschen was übernehmen würden, weil, wie gesagt, die Hälfte der Ware ist so gut wie geschrottet, leider. Ist mir auch noch nie passiert. So, und welchen Ton setze ich mir jetzt unten hin? Ich glaube, ich gehe in Cabine rein. Das ist dieser grüne Ton. Und ja, gestern der Tag war gelaufen, ne? Ich habe mich so drauf gefreut und war dann so grantig. Ihr habt das sicher dann. Ich weiß nicht, ob das Video dann schon oben ist, wenn ihr das Video seht. Da habe ich quasi das Unboxing gedreht. Und auch in der Mystery Box Bag waren nur Lippenprodukte drinnen. Und ja, das ist nicht so ganz meins, ne? Ich hätte mir erwartet, dass da irgendwelche Shades, Lidschattentöne noch drinnen gewesen wären, aber leider nicht. Ja, aber es ist halt eine Mystery Box, da kann man sich das nicht aussuchen, ne? Und davor
Habe ich schon eigentlich einen schlechten Tag gehabt, weil ich bin, habe das Paket abgeholt, musste noch was abgeben und dann habe ich mich verlaufen bei minus 8 Grad, 2,5 Stunden in der Kälte. Das war echt nicht lauernd. Aber ja, man kann nichts machen. Und es hat so lange gedauert, bis mein Körper wieder auf normaler Temperatur war. Das war echt krass. So, ich trage mir jetzt wie immer einen Liquid Eyeshadow auf. Und dann kommen die Duo Chromes. So, ich fange an mit Angel. Das ist ein Grün zu Grau, würde ich sagen, oder Blau zu Grau eher. Ja, das ist wirklich schön. Jetzt muss ich das noch abwischen. Und innen habe ich ja dieses Grün. Da gehe ich in Pine oder Pine rein. Das ist so ein urschönes Grün. Ja, das ist echt sehr, sehr schön. Und das passt zum matten Ton auch so super doll dazu. Das ist sehr, sehr schön. Sehr toll. So, dann gehe ich auf der anderen Seite. Gehe ich in Lights rein. Das ist so ein Grün-Grau. Das. Achso, ich habe noch kein Liquid Eyeshadow. Ah. Der ist auch spannend. Der ist richtig spannend. Das ist eher so ein Topper, aber das geht auch so ganz gut klar. Und dann, ja, das ist jetzt die Frage. Nee, ich wollte unbedingt Gingerbread ausprobieren und das mache ich jetzt auch. Das ist dieser Ton, das ist so ein schöner. Orange-roter Ton. Und der ist mega schön. Also, der ist krass schön. Ja, das ist schön. Richtig schön. So, ich schnapp mir jetzt noch einen kleinen Pinsel. Und wir machen jetzt das Inner Corner. Und zwar werde ich einmal auf dieser Seite in Angel noch mal reingehen. Das schaut echt schön aus. Und auf der anderen Seite gehe ich jetzt in diesen Topperton in Festiv ran. Und
Und das ist halt ein mega schöner Inner Corner Shade, wirklich. Also kann man ja nicht mehr viel dazu sagen. Das ist echt, echt krass. Ja, meine Meinung dazu sage ich euch natürlich am Ende. Ich mache jetzt dann mal meine Augen fertig. Ich werde Eyeliner benutzen, Wimperntusche und so weiter. Und eigentlich habe ich bis auf die Lippenprodukte kein neues Produkt. Ich werde mir jetzt einfach alles auftragen, werde ich dann erzählen, was ich aufgetragen habe, weil das ist ja auch so ein bisschen Shop My Stash, weil ich alles durchteste. Das habe ich euch aber eh schon erzählt. Und dann sehen wir sich gleich wieder zum Fazit wieder. So, ich habe mir jetzt schon fast alles aufgetragen, bis auf die Lippenprodukte von Unearthly Cosmetics. Und zwar habe ich die Farbe Destroy. Und die möchte ich mir gern zuerst auftragen. Das ist ein Liquid Lipstick. Und jetzt habe ich noch so einen schönen rosanen Gloss. Die Farbe heißt Havoc. Man kann ruhig auch mal herumexperimentieren und die Lippenkombi ist jetzt nicht zu 0815, aber ich finde sie gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt gleich mal den Look von an. Ich finde es absolut traumhaft. Ich finde diese Kombo, ich finde beide Kombos super. Und ich finde, die matten Töne haben sich wunderbar ausblenden lassen. Egal, ob das jetzt die erste oder die zweite Reihe war. Also, wie gesagt, hier oben, die waren eher ein bisschen cremiger. Hier unten ein bisschen trockener und matter. Aber so richtig trocken sind die auch nicht, ne? Und man kann diese Duochrome so vielseitig kombinieren. Ihr habt es gesehen. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, es war der oder was der? Nein, ich glaube, es war der. Den habe ich am Lid und im Inner Corner gegeben. Und ich habe auch diesen Topper Shade als Inner Corner Shade genommen. Und also, ich finde sie toll. Vor allem für den Preis. Ich freue mich, noch weiterhin mit dieser Palette spielen zu dürfen. Genau, das ist jetzt einmal das. Und jetzt erzähle ich euch, was ich noch am Auge habe. Und zwar, also im Auge, ich meine im Gesicht, nicht im Auge. So, ich habe mal von Collection, den George's Glow Filter Finish. Das ist so wie der Hollywood Flawless Filter oder wie das Produkt von Catrice. Fand ich gut, eine richtig Glowy Base. Also das ist schon dem Charlotte Tilbury sehr, sehr ähnlich. Dann habe ich auch noch die von Shop Misser, die CC Cream, die Color Correcting Cream oben. Am Anfang dachte ich mir, das ist ein bisschen dunkel, aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass mein Hals nicht wirklich viel dunkler ist, heller ist. Deswegen finde ich das gut. Dann habe ich Wimperntusche, habe ich auf der einen Seite die Art Deco genommen, die Volume Supreme Mascara und auf der anderen Seite die Il Makiage. Ich finde, die Art Deco hat viel, ein bisschen mehr Volumen noch gegeben und die hat ein bisschen mehr getrennt. Ja, finde ich aber beide gut. Dann habe ich als Eyeliner habe ich einmal den Moira bei diesem orangenen Look genommen, einmal den Catrice Eyeliner bei diesem grünblauen Look. Genau.
Dann habe ich noch für die Augenbrauen habe ich diesen Augenbrauenstift von Job Missa und den Brow Glue Styler, Brow Styler Glue Gel. Meine absolute Traumkombo. Dann habe ich wieder den Glitzer-Eyeliner verwendet, aber ich glaube, oft kann ich den nämlich nicht mehr verwenden. Ich glaube, dass der bald leer wird. Dann habe ich den Instant Awake Concealer, viel zu dunkel, also das kann man schon fast als Make-up verwenden. Werde ich vielleicht nur so als Spot-Concealing und oder auch einmal, um mir das alles im Gesicht aufzutragen. Aber das hält nichts auf. Aber er war nicht schlecht. Gut, dann geht's weiter mit der Face Cream Konturpalette, wo ich wieder diese zwei Farben genommen habe. Man sieht die, ich verwende die so gerne jetzt, das ist krass. Dann geht's weiter mit diesem Produkt, mit diesen Catrice. Flüssiger Rouge heißt es nur, von der Wild Escape Reihe. Ich liebe das. Das ist so gut pigmentiert und so schimmernd. Voll schön. Dann habe ich noch von wem ist das? Wie heißt die Marke nochmal? Do You steht da nur drauf. Das in der Farbe Claire. Das ist so ein champagnerfarbener Ton. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Genau, jetzt sind wir schon bei den Puderprodukten und da habe ich wie immer den Too Faced Chocolate Bronzer für die Kontur genommen. Ich habe den Catrice Maxi Matte Face and Body Bronzer von der Lady genommen. Hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich habe nicht so viele matte Bronzer, deswegen bleibt er mal. Und dann habe ich noch das verwendet von Sticker Dolls. Da habe ich den hier verwendet. Der hat allerdings sehr, sehr viel Schimmer drinnen. Also das Weiße schaut aus wie ein Highlighter und ist gar nicht krass pigmentiert, finde ich. Weil er ist rosa, orange und dieses Weiß eben drinnen. Und da in diesem Highlighter genau der gleiche Ton ist, werde ich den jetzt aussortieren. Der ist nicht schlecht, aber er ist genau in dieser Blush-Palette drinnen. Also ich habe das getestet. Und das fliegt raus. Und dann zeige ich euch noch meine Puder, was ich verwendet habe. Einmal von Moira, das Set and Correct Loose Setting Powder in Rosé Pink. Da sind so rosa und fliederfarbene Partikel drinnen. Nehme ich immer für unters Auge. Und kleiner Tipp, weil ich habe jetzt schon einiges probiert und immer, wenn ich das Puder auf den noch feuchten Concealer auftrage, hat das bei mir gar nicht gut ausgesehen. Gar nicht gut. Ich hab den Concealer trocknen lassen und erst ganz am Schluss aufgetragen. Dann schaut das besser aus. Oder was ich heute in der Früh gemacht habe, ich habe so eine getönte Augencreme und dann nur ein Puder drauf, hat auch gut ausgeschaut. Also ich bin da sehr empfindlich und bei mir trägt sich das irgendwie zu viel auf. Was sich aber nicht so viel aufgetragen hat, was mich sehr gewundert hat, ist von Catrice das All Matte Shine Control Powder Healthy Look. Und das schaut richtig gut aus. Ich habe das quasi in der Mitte vom Gesicht aufgetragen und hat mir super gut gefallen. Und das Mineral Loose Flawless Foundation von Make-up Mecca ist mit ein bisschen einer Farbe einfach. In der Farbe Beige Medium hat das alles super verbunden. Das hat mir sehr gut gefallen. Und die Lippenkombo zeige ich euch jetzt auch nochmal. Das ist der Lip Liner von River Loves Me in Mauve oder so. Ja, Mauve Mood. Den trage ich aktuell sehr, sehr gerne. Und dann habe ich eben den Liquid Lipstick von Unearthly in der Farbe Destroy und das Lipgloss in der Farbe Havoc. Genau. Man könnte auch natürlich noch einen dunkleren Lip Liner nehmen oder einen knallroten. Es ist alles möglich. Also macht das, was euch Spaß macht. Es muss nicht immer alles in derselben Farbfamilie sein. Und ich finde es spannend so und ja,
Ich muss sagen, ich bin mit meinem Look sehr zufrieden. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Und lasst mir auch gerne ein Abo, ein nettes Kommentar, ein Like da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!